wir Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Ja? Schreiner? Ah, Schreiner. Emmerich Schreiner, Oberst der Spezialeinheit, stammt aus einer bürgerlichen Familie. Er ist eines der wichtigsten Mitglieder aus General Totenkopfs Führungsstab und wurde vom Totenkopf persönlich nach Wolfsburg gesandt, um dort Helga von Schaps und die von ihr geleiteten Ausgrabungen in Wolfsburg zu... das habe ich nicht gelesen. Setzen Sie sich. Okay. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Bei dem Gesicht wundert es mich nicht. Dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Okay. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Entschuldigung. Trinkst du nur Sprudel? Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Na gut. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Entschuldigung. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist. Ich bin Koch. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also... Her mit der Akte, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen... Bin, denkst du? Au! Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, in dieser Stadt? Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kapitel 6. Ruinen. Meine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Vielleicht das Headset abnehmen, Söller. Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Heißt wohl ja.
Helgas Tagebuch 5, Eintrag 12. Januar. Heute warten große Entdeckungen auf uns. Es ist wie früher, als Vater mich das erste Mal ins Nationalmuseum für Geschichte mitnahm. Damals sagte ich eben, dass ich das Gefühl hätte, ich würde die Geschichte anfassen. Er antwortete mit einem Lächeln, die Geheimnisse der Vergangenheit, sagte er, warten nur darauf, entdeckt zu werden. Eine unserer Ausgrabungsmannschaften ist im östlichen Teil der Ausgrabungsstätte auf ein großes Grab gestoßen. Es enthielt die sterblichen Überreste von mindestens 83 Menschen, Erwachsene und Kinder. Es scheint, als hätte ich in der alten Kirchenruine, die von den Leuten hier entweihte Kirche genannt wird, von 1000 Jahren ein Massaker stattgefunden. Ja, so muss es gewesen sein. Alles, was wir bisher gefunden haben, deutet darauf hin. Meine Theorie wurde bestätigt. Wie ich zuvor vermutet hatte, erteilte König Otto persönlich den Befehl, die Kirche und das dazugehörige Dorf den Erdboden gleichzumachen. Er entsandte einige seiner Ritter, die seinen Befehl in die Tat umsetzen sollten. Das erklärte auch, warum wir einige Artefakte gefunden haben, die König Ottos Rittern zuzuordnen sind. Außerdem hat Randolf es geschafft, den hiesigen Priester nach einigen guten Zureden davon zu überzeugen, uns einen Brief von König Otto zu geben, den er bei seinen Vorgänger zu Hause gefunden hat. Demselben Priester, der von einem meiner Patienten, Michael, umgebracht worden war. Der Brief ist im alten Hochdeutsch verfasst, die Übersetzung sollte allerdings schon bald abgeschlossen sein. Aber warum König Otto einen solchen Befehl geben sollte, bleibt mir ein Rätsel, das mir keine Ruhe lässt. Aber ich komme der Antwort immer näher. Ich muss nur noch etwas tiefer graben. Zusammen mit dem Brief wurde unter den Dielen in der Küche der besagte Patient noch eine alte Karte gefunden, vermutlich von der unterirdischen Anlage, nach der wir suchen, die aus der Feder eines von Königs Ottos Gelehrten stammt. Auf der Karte stehen Befehle. Ich werde diese Worte lernen. Vielleicht sind sie ja von Nutzen, wenn wir gefunden haben, was immer dort unten auf uns wartet. Ah ja, hab ich Messer. Ah, bin Maurer, schlechter Maurer. Ja, nehmen wir beide Medis. Ah, schönes Auto. Bei hier oben wird keiner sein. Müssen wir uns mal umschauen. Achso, warte mal, wir haben 125, ne? Haben nur noch eine Knarre dazu. Die wir leider nicht haben, da brennt es immer noch. Warum brennt es denn überhaupt? Was zur Hölle? Sind hier Zombie-Nazis unterwegs? Untote, aber echt. Untote, einige Regimesoldaten, die nach dem verheerenden Erdbeben von den Toten zurückkehrt und ein Ziel haben, die Lebendigen zu töten. Ah ja. Wie viel Messer habe ich? Lieber das harte Zeug hier. Ah, da kann man es so machen, okay. Au!
Hier, ihr Penner. Frisst. Nazi-Zombies, super. Genau das habe ich jetzt noch gebraucht. Und wo ist Hitler auf den T-Rex reitet? Also die Kombi ist ein bisschen für den Arsch. Ich will keine Nazi-Zombies. Ah, let's go, Witch, schau doch zu. Hi. So, machen wir hier mal. Komm. Ah ja. Au. Darfst nicht rein, bist tot. Geht nicht. Komm, Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Kannst du, was denn das Wort sagen? Ich hab noch hier noch irgendwo Medipacks. So. Komm ich auch hier durch? Perfekt. Ja, super, ich finde Munition, aber keine Knarren, ist ja ganz toll. War noch einer zwischenzeitlich kecken, hat seinen Helm vergessen? Na ganz prima. Donner. Dann wird da hier was in die Luft gejagt. Hinter dir! Mach, 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 mach. Sie ist tot. Das war jetzt reflexartig. Das war jetzt echt reflexartig. So. Nazi-Zombies, ich raste aus, du. Ich hätte ein bisschen Munition für die. Schade, das war es nicht Annette? Gerade gestorben ist. Kann ich den nochmal zurück? Na, ist egal, wir müssen erstmal. Ah, 21 Schuss. Ist eh nicht die hellsten Torten, ne? Fürs Aufsehen ja sorgen möchte ich jetzt nämlich auch nicht. Deswegen ist es gut, wenn wir mit der Knarre hier unterwegs sind. Aber 120 Schuss haben ist nicht viel. Könnte extrem wenig sein. Am einigsten Medipacks auf jeden Fall hier, finde ich gut. Huch! Wo kam der her? Hi Hundi. Okay, der ging fett daneben. Wäre nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Na? Hundi! Aus! Böses, blödes Tier. Ach, Mann.
Hi. Vier Schuss, ist nicht mehr viel. Jetzt müssen wir auf die harte Munition zurückgreifen. Steht da etwas lautere leider. Was mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Ihr wisst ja, ich gehe ganz stealth durch. Muss man nur noch treffen, dann passt es. Wie ich mal aus dem Kopfschuss ausmache. Kurz und gechillt war da. Medi, Medi, Medi. Sicher gehe. Man weiß ja nie. Gibt's ja sonst nichts? Außer dass hier langsam warm wird. Laskovic, können Sie mich hören? Ja. Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenruinen aus. Wahrscheinlich ist das der Grund für die ganze Scheiße. Wo sind Sie jetzt? Ich weiß nicht. Irgendeine Werkstatt. Von der Altstadt. Bin unterwegs, Kessler. Bleiben Sie dort. Ah, das Bild wieder kommt gleich was. Tschüss. Hat einen Haufen Munition gespart. Kommen die Einzelabknaller. Mir gefällt das Gebumper nicht. Weil logischerweise sind auch die Großen jetzt Zombies. Muss es eigentlich Nazi-Zombies wieder sein? Hi. Achso, da gerade steht wieder auf. Ach man, ich find's grad ein bisschen langweilig. Ist jetzt ein In-Game-Sound oder? Hörst du mir zur Melodie? Oder wie ist das? Solange ich hinter uns nichts kommt, ist alles okay. Hätte ich einen Schreikrampf. Ah! Musik nervt. Untote Zivilisten. Diese Einwohner traf nach dem Erdbeben in Wolfsburg dasselbe Schicksal wie die Regimeanhänger. Ja, nee, echt? Weil jetzt mal nicht drauf kommen. Warum hat es uns nicht erwischt? Warum wurden wir verschont? Keine Pistolenmunition, das rennt gerade ab. Da drüben ist nichts mehr, was oben blinkt, ne? Kann man die Tür aufstemmen? Verschlossen. Was ist denn da drüben noch? Ich wüsste ehrlich gesagt aber nicht mehr, wie ich da rankomme. Nee, komm mal nochmal. Scheiße. Gut. Kennt das Buch, der Weg war für umsonst? Wird verfilmt mit mir in der Hauptrolle. Yay. Boogie, du machst den Film natürlich. So. Gibt dir nichts mehr? Außer das da drüben. Alter, aktiviere das Visier mal, dass ich nur ohne Visier hier anstelle. Bin ich jetzt hier rumklopft? Keine Ahnung. So, jetzt mal das Ding hier raus.